Der, das ist wirklich viel zu krass hier. It's crazy, man. It's the paradise. So, Freunde, was geht ab? Und herzlich willkommen zum neuen Vlog. Oder was heißt zum neuen Vlog? Zu einem Vlog hier aus der Türkei. Es wird so ein Hotel-Vlog. Das heißt, ich zeige euch einfach mal, ja, unsere Anlage hier, weil die ist wirklich geisteskrank. Also, ich bin sehr geflasht. Weil ich habe mir das gar nicht so genau angeguckt, wo wir es gebucht haben. War einfach ein super Angebot. Und ja, wir haben hier wirklich ein sehr, sehr krasses Hotel bekommen. Haben auch noch ein paar Upgrades kostenlos bekommen. Ja, es ist jetzt sehr früh gerade. Ich hoffe, dass nicht so viele Leute schon wach sind, weil es halt echt kacke dann immer zu filmen, so wenn überall schon Leute rumlaufen. Dementsprechend würde ich sagen, wir starten jetzt einfach mal rein. Ich zeige euch einfach mal so hier, wo wir unser Zimmer haben und so. Ich zeige euch die ganze Anlage. Hier ist so ein Freizeitpark, ein Strand natürlich, so ein Rutschen-Dings. Ja, und hier ist ganz viel. Ich zeige euch das jetzt einfach mal. So, wir gehen jetzt gerade zum Eingang, also da, wo man mit dem Auto auch reinfährt und so. Damit ich euch das mal ein bisschen chronologisch zeigen kann. Aber ihr seht schon, hier sind so ganz viele kleine Häuser, so eine Villen. Hier haben wir auch unser Zimmer. Wie gesagt, zeige ich euch gleich nochmal. Und ja, aber so ist das so grundlegend aufgebaut, dass da vorne gleich der Eingang ist. Und dann sind hier überall so kleine Häuser. Und dahinter sind dann so, das ist so ein Pool, der sich so da ganz lang schlängelt einmal. Und hier sind auch viele Katzen. Moin, moin! Gut, hier seht ihr, ist der Eingang. Da sind auch so eine Berge. Die sieht man auch vom Strand aus. Also wirklich geistkranke Optik mit diesen Bergen. Da ist so ein Center, da waren wir noch gar nicht. Ist uns gerade erst aufgefallen. Und hier startet halt das Ganze so. Hier rechts geht es zu ein paar Häusern. Ja, geradeaus Rezeption und Otto. Und hier geradeaus geht es halt in diesem Weg lang zur Rezeption. Der ist aber sehr, sehr lang, der Weg. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir gleich safe den Weg hier rechts durch diese Villen durch. Da kommt man nämlich auch zur Rezeption. Und dann kann ich euch da direkt auch die Gegend zeigen. Aber leider Gottes ist mir schon aufgefallen, dass da schon Leute gechillt haben und sich da hingelegt haben. Und das ist natürlich dann ja, sehr belastend, Digga. Was ist eigentlich dieser Otto Park? Autohaus. So, Autohaus. Also, Otto Park. Ja, auf jeden Fall, ich guck mal, wie gut ich da gleich filmen kann, weil ich bin, wie gesagt, extra früh aufgestanden, damit ich keine Leute filme, die da schon sich irgendwie sonnen. Aber hier um 8 Uhr morgens, so 8.30 Uhr, Digga, haben Leute anscheinend einen falschen Ehrgeiz und legen sich hier schon hin und sonnen sich, Digga. Vorne ist übrigens so eine Poolbar, kann man dann auch mal vom Zimmer sich Getränke und Nüsse und so holen. Sehr wild. Auf jeden Fall, ja, schlängelt sich der Pool hier wirklich einmal durch dieses gesamte Gebiet durch. Geht halt zu manchen Villen so vorne an die Haustür ran. Aber du kannst halt, wenn du hier dein Zimmer hast, ich glaube auch, wenn du ganz normal im Hotel bist, aber es wäre schon cringe, wenn du irgendwo im Hauptgebäude bist, denn hier baden gehst. Deswegen ist es hier sehr ruhig, weil hier halt wirklich nur die Leute chillen, die in diesen Villen sind. Und ja, du hast hier so unfassbar viel Platz zu schwimmen. Und von diesem kleinen Tal, sage ich mal, hier kommst du dann ganz normal hier hin. Hier gibt es einen Gang hoch, kommst du zur Rezeption. Hier unten kommst du ja durch so einen schnelleren Gang. Also hier unten sind dann schon so Geschäfte und sowas. Wir gehen immer hier unten lang. Ist halt einfach irgendwie schneller und entspannter, anstatt immer hier Treppen hochzulaufen, durch die Rezeption zu latschen und so. Aber wir gehen gleich nochmal die Treppen hoch und zeigen euch auch die Rezeption. Hier ist so ein Kids Club. Ja, ich glaube, sonst kommt hier jetzt gar nicht mehr viel erstmal. So, wir fahren jetzt hier einmal ganz hoch im Fahrstuhl im Hauptgebäude. Da waren wir noch nie. Aber ich weiß, dass die Fahrstühle halt, also dass man da einen guten Ausblick hat. Dementsprechend gucke ich mal mit Weitwinkel, was ich euch jetzt hier zeigen kann und hoffe, dass der Fahrstuhl nicht angehalten wird. What's up, man? So, hier sieht man dann schon so grundlegend. Ja, sieht man echt ganz gut. Ja, gut, die Bäume stehen ein bisschen. Also, wie das Hotel halt sonst aufgebaut ist. Hier ist so das Hauptgebäude und hier spielt sich dann der ganze Spaß ab mit Pool und so. Sind wir schon ganz oben? Ja. So, here we have the Lobby. Ja, also ich weiß jetzt nicht, was ich zu einer Hotellobby sagen soll. Wollte ich euch nur mal gezeigt haben, dass sie wirklich sehr, sehr groß ist, sehr fresh ist. Hier gibt es dann auch noch so ein, ja, auch so eine Bar, dahinter ist noch so ein türkisches Café, wo man sich so Kuchen und Gebäck und so den ganzen Tag holen kann. Und ansonsten, ja, kommst du halt von hier überall hin, wo du halt so hinkommen willst. Gut, und jetzt gehen wir hier auf jeden Fall durch diesen Weg hier lang. Da sind wir eben mit dem Fahrstuhl gefahren. Jetzt gehen wir halt hier runter.
sind so überall auch so kleine Sitzmöglichkeiten und ja, allgemein das Hotel ist sehr, sehr grün. Das bockt auch voll so. In der Türkei ist es richtig heiß und so. Wäre voll kacke, wenn das hier so dürr wäre. Und hier ist richtig grün. Das gibt irgendwie einen geilen Vibe. Wie gesagt, überall Katzen am Start. Und dann geht man halt hier so einen Weg runter. Da ist auch noch so ein Restaurant oder so ein Café oder so, keine Ahnung, was es ist. Das scheint aber so geschlossene Gesellschaft zu sein. Also ich glaube, da musst du Geld bezahlen, um dahin zu gehen. Da oben seht ihr auch schon das Restaurant, wo man draußen essen kann und drin essen kann. Also das Hauptrestaurant, wenn ich jetzt aber nicht filme, da sitzen schon sehr viele Leute am Frühstücken. Hier links ist auf jeden Fall so ein Game Center, das ist halt abends dann immer offen. Da kannst du Bowling spielen und Billard und alles, das zeige ich euch gleich nochmal, ist auch sehr cool. Und hier ist noch Sueno Spa und Wellness. Da werde ich jetzt glaube ich auch nicht reingehen, weil ich glaube, da zu filmen ist sehr, sehr cringe. Aber auf jeden Fall gibt es da halt einen Indoor-Pool, Fitnesscenter war ja schon trainieren, gibt es echt gute Geräte auch. Hier sieht man auch das ganze Programm, also hier ist jeden Tag wirklich Full House Programm. Abends ist auch immer so eine Live-Show und so hier, kann ich auch so eine Kurse machen. Hier habt ihr noch Food Info Board, das finde ich auch geil gemacht, dass du hier wirklich alles nachgucken kannst. Siehst du hier halt was, wann View auf hat, hier sind so die Bars und so, seht ihr mal wie viele das sind, das geisteskrank. Dann hast du halt hier sowas so den ganzen Tag, wo zu finden ist, ne. Seht ihr, es ist echt sehr, sehr viel Auswahl. Du hast so Ofen, Kartoffeln, Waffeln, lecker. Hier ist jetzt so diese Essstraße. Ihr habt dann hier so rechts, kommt zum Beispiel Sanddog Hamburgers. Habt ihr da so Döner, Köfte, Pide, Ewi. Und könnt ihr halt überall sitzen. Und ihr könnt halt hier zu den Ständen hingehen. Also alles hat hier ungefähr zur gleichen Zeit offen. So irgendwann nachmittags halt. Hier ist sogar so eine Bierbar, auch cool gemacht. Ja, aber hier gibt es wie gesagt überall so Stände. Da ist die Poolbar. Hier rechts ist sogar so Sushi und keine Ahnung, was so asiatisch bisschen war das hier immer. Ja, ihr könnt halt generell einfach dahin gehen, wo euch das Essen am besten schmeckt, euch das holen, euch den hier irgendwo hinsetzen. Plus, jetzt sind wir gerade auch schon bei einem anderen Punkt, wo dann abends immer die Live-Musik und so stattfindet. Das ist auch wirklich Amphitheater, nennt man sowas, glaube ich. Und das ist hier wirklich sehr, sehr groß. Kenne ich so gar nicht. Also wir waren schon in einigen Hotels in der Türkei, da gibt es ja immer so nach Amphitheatern und so, wo es dann so abends Auftritte sind. Aber hier, mashallah, das ist echt riesig. Also so sieht das Ganze hier aus. Hier ist wirklich so eine richtig, die haben da auch richtig viel Technik oben und so. Ist auch echt sehr, sehr, sehr laut, wenn die hier ihre Show machen. Ja, du hast halt hier überall Sitzplätze und das ist auch wirklich alles dann gefüllt so abends. Ne? Also da oben zum Beispiel, ich versuche es mal zu zeigen. Also hier oben kann man auch hochgehen und dann sind da auch noch überall so Sitzmöglichkeiten. Und das ist wirklich alles hier voll abends. Aber man findet einen Platz so und das ist halt das Wichtigste, dass du am Ende des Tages Platz findest. Es ist hier echt eine geile Stimmung. So, die Leute sind dann hyped, haben gute Laune, Urlaub und so. Die machen auch einen guten Job vorne. Da ist auch gestern, war das glaube ich, oder vorgestern, irgend so eine fame türkische Sängerin aufgetreten. Ebru Gündeş heißt die, glaube ich. Danach sind mir, ich hatte das in meiner Story, dann sind mir erstmal 20, 30 Fanpage-Seiten gefolgt. Sehr weird. Hier gibt es auch noch so Stände. Ich hatte euch gar nicht gezeigt, dass hier dann noch so ein Pool ist. An der Poolbar natürlich. Da hinten war ja schon der erste Pool, hier ist noch ein Pool. Da hinten ist schon so ein kleines Kinderspielbereich, Digga, mit so Rutschen und so. Hier ist dann so ein bisschen Chill-Area, Grünfläche. Da hinten ist noch ein Pool. So, Freunde, und hier geht's dann zum Strand. Am Ende von der Essstraße geht dann hier der Abbieger zum Strand mit Palmen und so. Sehr cool. Cooles Feature hier auch in dem Hotel. Überall stehen hier so eine Kühldinger, wo man sich Wasser nehmen kann, Eiran nehmen kann. Es ist 24/7 geöffnet, steht überall auch am Strand und so. Wir gehen hier erstmal weiter bei der Essstraße, weil hier kommen die Rutschen, sieht man glaube ich schon unschwer, und der Freizeitpark da hinten. Und das möchte ich euch zuerst zeigen und dann werden wir das Ganze, denke ich mal, beim Strand nämlich beenden. So, hier ist es dann soweit. Hier ist der Aquapark und da hinten sind sogar übrigens noch Fußballfelder und so, die werde ich euch glaube ich nicht zeigen. Ich glaube, in der Türkei haben echt viele so eine Hotels immer Fußballfelder und so, damit so ja, Fußballmannschaften hier in ihrer Saisonvorbereitung hinkommen und so. Aber das hier ist wirklich, also ein gutes Add-on, sage ich ehrlich. Rutschen muss jetzt nicht, aber es bringt schon sehr viel Spaß und ist sehr cool. Also da ist so eine riesen Rutsche, wo du so, wie so eine Wippe, also da wirst du so runter katapultiert in der Rutsche und dann schwingst du halt so hoch, runter und so. Ich weiß nicht, ob man das sieht da, diese Rutsche. Ja, hier sind noch ein paar Babyrutschen und so. Dann hier so zwei richtig schnelle Rutschen. Ich weiß nicht, ob es rüberkommt, wie hoch das ist. Das ist schon gut hoch. Also man wird auch sehr, sehr schnell, muss ich sagen, und katapultiert sich hier richtig schön rein. Dann seht ihr hier schon so Ringe und so. Und die kann man dann benutzen für die beiden Rutschen hier außen. Trichterrutsche, absoluter Favorite. Wirklich sehr, sehr cool. Also sowas bin ich auch noch nie gerutscht vorher. Ich wollte sowas immer mal rutschen.
Aber irgendwie bin ich nie in so einen Aquapark gekommen und sowas gerutscht. Das bringt wirklich sehr viel Bock. Und dass du das hier einfach kostenlos machen kannst, sehr cool. Aber generell rutschen Ding hier wirklich 10 von 10, Freunde. Also das bringt wirklich sehr viel Spaß. Man muss auch nicht lange anstehen oder so. Super. Gut, eigentlich nichts Besonderes, aber ich finde es trotzdem krass, dass sowas hier gibt. Hier ist so eine Kartbahn, Trampolin. Hier sowas für kleine Kiddies. Hier noch mehr für kleine Kiddies. Hier ist eine richtige Achterbahn wirklich. Also sehr Film. Die fährt zwar nur eine, so eine kurze Runde, aber die fährt die dann mehrmals. Und ist auch relativ schnell, muss ich sagen. Dann gibt es hier noch Autoscooter, auch sehr cool. Einfach ein Autoscooter hier direkt am Strand und so, das muss man sich mal vorstellen. Voll geil. Dann gibt es hier auch noch sowas, keine Ahnung, für kleine Kinder. I don't know, bro. Ein Riesenrad, der, wenn du da oben bist, guck mal, wie hoch das ist. Du kannst halt, genau dahinter ist der Strand. Also kannst richtig geil aufs Meer gucken und so. Kannst richtig geil hier auch übers Hotel gucken. Und ja, so viel dazu. Das war's, glaube ich, ne? Habe ich irgendwas vergessen? Nö. Hier ist dann noch so Schiffschaukel, hier ist noch irgendein komisches Teil, was sich dreht. Und dann geht es hier halt wirklich direkt, also hier ist jetzt ein Weg durch und da vorne geht es zum Strand und da gehen wir jetzt hin. So, hier ist jetzt auf jeden Fall der Strand, Freunde. Hier sind wirklich sehr, sehr viele Liegen. Aber für uns ist eigentlich nur der Steg interessant. Also wir haben wirklich ein Hotel mit Steg gesucht, weil ich finde so Strandchillen auch cool, aber ich mag es immer nicht mit Sand und so. Dann kommst du aus dem Wasser, deine Füße sind voller Sand und so, du kannst dich nicht auf die Liege legen. Auf jeden Fall so ein Steg einfach key, vertraut mir, Freunde. Das ist einfach geil, wenn du aus dem Wasser kommst und nicht diesen Stress hast mit Sand und was weiß ich alles. Ich zeige jetzt mal den Steg hier ein bisschen und das Wasser ein paar Einblicke, weil das sieht echt sehr sexy aus. Wir haben jetzt unsere Liegen gefunden. Leider Gottes ist es so, dass du hier wirklich auch so ein Fuchs sein musst und deine Liegen reservieren musst, weil ihr müsst überlegen, es ist nicht mal 9 Uhr, glaube ich. Wir sind jetzt extra früh auch aufgestanden. Im Urlaub früh aufstehen sowieso auch key, aber jetzt so wirklich heute auch noch ein bisschen früher wegen Vlog und so, und es sind trotzdem schon so viele auch unterwegs. Und hier auf dem Steg sind fast gefühlt keine Leute gerade und trotzdem sind fast alle Liegen schon weg, weil alle hier hingehen, sich eine Liege reservieren, dann frühstücken gehen, sich fertig machen und so. Ja, also du findest hier halt wirklich relativ viel Platz, weil der Steg riesig ist. Also wir hatten das schon mal bei so anderen Hotels, wo der Steg nicht so riesig war. Da musstest du wirklich um 8 Uhr spätestens dir eine Liege reservieren, sonst am Arsch. Ich finde das allgemein scheiße mit dem Liege reservieren, aber was willst du machen? Wenn es jeder macht, musst du es halt auch machen, sonst hast du halt keine Liege und bist am Arsch so. Ja, dementsprechend haben wir es jetzt gemacht. Wir haben jetzt hier einen Baba Platz, ich zeige das mal kurz und dann versuche es mal irgendwie auf die Kamera zu bekommen, wie fett dieser Steg ist. Es ist wirklich unfassbar. Das ist ein richtiger Baba-Platz. Nehmen uns nicht so viel los. Wir haben einen Tisch, also einen Mülleimer. Und das ist dann unsere View hier auf den Steg. Hier ist so eine fette Poolbar sogar. Das, Digga, du kannst dir einfach den ganzen Tag Drinks holen. Also wirklich alles an Drinks. Und dann geht's halt hier einmal rum. Und ja, hier ist dann der Steg wieder zu Ende. Und geht dann wieder zurück und guckt mal, wie lang das ist. Also hier gibt's wie gesagt immer so eine Blätter. Sieht das so aus wie so ein Blatt, wo dann so Liegen sind. Das gibt es jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 9 Mal oder so. Dann gibt es hier noch so links so ein Blatt, rechts so ein Blatt. Dann geht der Steg halt hier einmal lang. Und Fische sind hier auch. Hier sind echt viele Fische, Digga. Wenn man hier so lang taucht und so, ist echt fresh mit den Fischen, muss ich sagen. Jo, wahrscheinlich sage ich gerade, da sind viele Fische. Guckt euch das mal an, Digga. Was geht denn hier ab? Das sind ja geisteskrank viele Fische. Da bestimmt hat jemand hier gerade was zu essen reingeworfen. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall zurück. Sorry auf jeden Fall schon mal, falls ich nicht so viel oder nicht so gut filme, weil ich halt echt immer aufpassen muss, dass da auch keine Leute drauf sind. Also ich muss hier wirklich auf alles aufpassen. Ist echt ein bisschen nervig, dass es hier schon so voll ist. Vielleicht hätte ich noch früher aufstehen müssen, noch früher hier hin und dann wäre vielleicht besser gewesen. I don't know. Wir gehen jetzt auf jeden Fall frühstücken und zeige euch am Ende, glaube ich, noch mal kurz das Zimmer, macht da das Auto. So, Freunde, ich würde sagen, mit dieser View beenden wir jetzt den Vlog. Ich kann mir hier so richtig fresh hinstellen, weil hier ist auch gerade keiner. Einen richtig schönen Hintergrund hier, wenn das mal fokussieren würde. Ja, und würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet ein paar Einblicke, dass ihr mal gecheckt habt. Ich habe voll viel Essen an meinen Lippen. Ja, hoffe, dass ihr ein bisschen gesehen habt, wie krass dieses Hotel hier ist. Ich mache immer so eine Vlogs, wenn ich im Urlaub bin. Sonst bin ich ja nicht so der Vlogger. Aber ich finde es immer ganz geil, auch so festzuhalten, wo man so ist, wie es so aussieht. Und vielleicht helfe ich ja dem einen oder anderen damit bei der Entscheidung, wo es dann demnächst
hingehen soll, ne? Tschüss, Leute. Adioski.